Moin, ich bin Kai und heute zeige ich euch, wie ihr euren Lightroom-Workflow eine ganze Ecke beschleunigen könnt. Kommen wir auch gleich zu Punkt 1. Das ist mehrere Speicherkarten in Lightroom importieren. Und das machen wir hier mit der Importieren-Funktion. Ihr seht, da sind jetzt noch meine Festplatten. Mit allen Bildern, aber ich stecke jetzt mal die Speicherkarten in den Card Reader. Ne, da muss rein. Und die CF-Karte noch. So, und dann sollten die hier gleich auftauchen. Ah, sehr gut. So, und das sind schon unsere Bilder vom Harz-Trip. Und die SD-Karte kommt aus der kleinen OMD, wo wir auch ganz viel Video mitgemacht haben. Das kriegt ihr aber alles später noch zu sehen. Hier sind die Bilder aus der Canon. Und wie ihr seht, kann man hier nicht beide Karten gleichzeitig importieren. Dafür muss man einen kleinen Trick anwenden. Und das macht man, indem man hier unten hingeht. Da tauchen die Laufwerke nämlich nochmal auf. Und wenn man jetzt die Unterordner noch mit einbezieht, dann werden auch alle Bilder gezeigt. So, und jetzt kann man, wenn man auf dem Mac die CMD-Taste drückt und auf dem Windows-Rechner ist das die Steuerung-Taste, dann kann man die beiden Ordner markieren und dann kann man hier, wenn man auf Importieren klickt, alle Bilder einfach importieren. Ja, kommen wir gleich zu Tipp 2. Tipp 2 ist Import-Presets anwenden. Und zwar kann man Import-Presets mit man hier heißen die Entwicklungseinstellungen und da könnt ihr jetzt aus allen Presets, die ihr benutzt, ich habe hier zum Beispiel bei meinen momentanen Favoriten ist ein Portra 800 aus dem Visco-Set, was ich immer benutze und damit könnt ihr einfach irre viel Zeit sparen, denn jedes Mal, wenn ihr die Bilder einzeln durchgeht und bei jedem Bild auf dieses Preset klicken müsst, das kostet halt immer ein bisschen Zeit und dann passt das womöglich nicht genau, da muss man so ein bisschen einstellen und viel mehr Zeit spart ihr, wenn ihr das Preset, was einigermaßen für die meisten Bilder passt, wenn ihr fotografiert, dann könnt ihr das einfach beim Importieren schon anwenden und dann habt ihr es schon erledigt. Ja, kommen wir zu Punkt 3, das ist Belichtung anpassen. Und zwar seht ihr, haben wir hier verschiedene Bilder aus Pisa vom schiefen Turm und von dem großen Gebäude daneben, von dem ich nicht mehr weiß, was es ist. Die sind alle unterschiedlich belichtet und jetzt wollen wir die alle auf die gleiche Belichtung bringen. Und zwar nicht mit dem Wert, das heißt, dass die Belichtung dann auf 0,1 ist oder 0,2 oder 0 oder minus 0,1 oder sowas, sondern dass die alle von der Belichtung her, also wie es aussieht sozusagen, den gleichen Belichtungswert haben. Und dafür muss man die einfach nur markieren. Ich habe jetzt hier als Ausgangspunkt dieses Bild ausgewählt. Wir könnten aber auch dieses nehmen. Aber wir nehmen jetzt mal das hier. Das ist so mittig zwischen den beiden. Das oben ist ein bisschen hell und das andere ein bisschen dunkel. Und das passt jetzt von der Belichtung ganz gut. So, und jetzt drückt man die Tastenkombination. Steuerung Alt Shift M, M wie Martha. Oder auf dem Computer ist es, also auf dem PC ist es dann Steuerung Alt Shift M. Und das machen wir jetzt mal. Und wie ihr seht, gleicht sich die Belichtung nach und nach an. Bei allen Bildern. Und ja, das hat mir schon sehr viel Zeit beim Bearbeiten erspart, weil man dann manchmal besser entscheiden kann, welches Bild man von den vier gleichen nimmt. So, Tipp 4 ist Hochstelltaste aktivieren. Das hat mir schon sehr, sehr viel Zeit beim Aussortieren gespart. Und zwar, wenn man durch die Bilder durchgeht und die als ausgewählt oder als abgelehnt markiert. Das kann man übrigens mit den Tasten X für ablehnen und P für auswählen. Dann müsste man ja, wenn man sich das Bild anguckt und sagt, ach nö, das ist nicht so gut, das lehne ich mal ab. Dann muss man jetzt mit dem Cursor, mit den Cursor-Tasten nach rechts gehen, um zum nächsten Bild zu kommen. Das ist auch nicht so gut. So, und das kostet immer viel Zeit, da muss man immer eine Taste mehr drücken und wenn man 4000 Bilder von der Hochzeit durchgeht oder so, dann dauert das halt ewig. Und viel Zeit kann man sich sparen, indem man die Hochstelltaste drückt. Das ist die zweite Großbuchstabentaste sozusagen, die obere, die, wenn man einmal kurz drauf drückt, aktiviert bleibt. Und wenn man jetzt X oder P drückt, um ein Bild auszuwählen oder abzulehnen, dann springt er einfach weiter zum nächsten Bild. Und das ist ziemlich praktisch. Da drückt man jetzt einfach, wenn man X, oh, da ist sie aber nicht aktiviert gewesen. So, jetzt ist sie aktiviert.
wenn man jetzt zum nächsten Bild geht und dann X drückt, dann springt er immer automatisch. So, und dann kann ich hier meine Schieferturm von Pisa-Bilder einfach durchgehen. Und das geht halt viel schneller, als wenn ich manuell immer zum nächsten Bild gehen würde. Punkt 5 sind die Smart Previews. Und Smart Previews wurden mit Lightroom 5, glaube ich, eingeführt. Und die sind wirklich super, denn das ist quasi ein Abbild von den Originaldateien, von den Original-RAW-Dateien. Und die kann man dann halt auf eine andere Festplatte auslagern. Und kann dann nur mit den Smart Previews arbeiten, was dann die Performance von Lightroom erheblich beschleunigt. Und so habe ich das zum Beispiel. Ich habe zwei Festplatten in meinem Computer, eine SSD, die ist ein bisschen kleiner, die hat 256 GB und eine größere, normale, herkömmliche Festplatte mit 1 Terabyte. So, und jetzt kann ich die RAW-Daten auf meine große Festplatte packen und die Smart Previews mit dem Katalog von Lightroom zusammen auf die SSD, und dadurch ist es halt viel, viel schneller. Und ich habe die Smart Previews jetzt schon mal erstellt. Normalerweise mache ich das immer beim Importieren. Das heißt, wenn ihr hier auf Importieren geht, könnt ihr, wenn ihr eure Speicherkarte hier auswählt, könnt ihr hier oben Smart Vorschauen erstellen, aktivieren, und dann werden die gleich beim Importieren mit erstellt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, aber die Dateien schon in eurem Katalog sind, dann könnt ihr das auch bei Bibliothek Vorschauen, Smart Vorschauen erstellen. Genau, und das ist super cool. Und wenn ihr nicht wisst, ob ihr die schon erstellt habt oder nicht beim Importieren, dann könnt ihr euch das einfach im Entwickeln-Modus angucken. Und dann seht ihr hier oben Original und Smart Vorschau. Wenn ihr dann nur mit den Smart Vorschauen arbeiten möchtet, mache ich das immer so: Ich gehe zu dem Ordner in der Bibliothek, beziehungsweise auf meinem Computer. Da habe ich hier Bilder aus meinen Flitterwochen von Pisa. Und dann benenne ich den Ordner einfach um. In Pisa 2 zum Beispiel. So, und dann taucht er hier als vermisst auf, sozusagen. Und jetzt arbeite ich dann nur noch mit den Smart Previews. Das seht ihr dann hier, steht hier nur noch Smart Vorschau im Entwickeln-Modus. Und jetzt kann man aber alles ganz normal anpassen, wie man das sonst auch machen würde. Und kann die Bilder ganz normal bearbeiten, aber Lightroom läuft halt damit viel flüssiger. So, hoffentlich hat es euch gefallen. Und jetzt könnt ihr erstmal ganz viele neue Sachen ausprobieren in Lightroom und eure Bearbeitungszeit halbieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch mal hier so auf diesen Subscribe-Button, damit ihr immer die neuesten Videos von mir seht. Vielen Dank!